Ja, ich begrüße euch zur heutigen Vorlesung. Wir fangen mit einem neuen Kapitel, wie man hier sieht, ein Kapitel zu einem extrem wichtigen Thema in der Robotik, insbesondere in der intelligenten Robotik, also speziell jetzt hier in unserem Fall humanoide Robotik, aber auch Roboterarme, die in dynamischen Umgebungen Aufgaben durchführen sollen, wie beispielsweise bildbasiertes Greifen, die Anpassung von Trajektorien auf dynamische Hindernisse, wie kooperative Szenarien, wo ein Roboter und ein Mensch miteinander zusammenarbeiten sollen und wo natürlich die Wahrnehmung der Umgebung inklusive Objekte oder Mensch zentral ist. Und eins der zentralen oder wichtigsten Sensoren, die man hier benutzt, um diese Wahrnehmung durchführen zu können, sind natürlich visuelle Sensoren. Also Kameras eines Roboters in unterschiedlichen Ausprägungen. Natürlich ist das ein sehr breites Thema, Bildverarbeitung. Wir wollen uns hier auf die Grundlagen beschränken und auf bestimmte Aspekte eingehen, die für uns in der Robotik, also grundlegende Fähigkeiten, für die Realisierung von grundlegenden Fähigkeiten von Robotern notwendig sind, wie die Erkennung und die Posenschätzung von einem Objekt, wie beispielsweise das die bildgeführte Bewegung, also zum Beispiel positionsbasiertes Visual Servoing, was wir im Kontext von Greifen oft erwähnt haben, oder bildbasiertes Visual Servoing. Und bevor wir hier mit dem Thema anfangen, kurz mal eine Motivation, und zwar zum Thema Bild verstehen. Ja. Eine ganz zentrale Komponente von kognitiven Systemen, von intelligenten Systemen, insbesondere auch bei uns Menschen. Also ohne den Sichtsinn sind wir sehr limitiert in allem, was wir machen können bzw. nicht machen können. Und wir Menschen, wir können Bilder sofort verstehen. Also wenn man jetzt so ein Bild hier einem Kind zeigt, dann wird er sofort sagen, das ist ein See, das sind Leute, die angeln, das sind zwei Boote. Und das Wetter ist nicht so toll, ist vielleicht nicht sonnig, sondern bewölkt, also deshalb ist so alles grau. Und diese Fähigkeit, was ich gerade erzählt habe, das wollen wir Robotern beibringen. Roboter, humanoide Roboter, autonome Autos natürlich, die rumfahren und auch solche Situationen oder Bilder verstehen müssen, damit sie entsprechend agieren. Das ist, was wir Menschen sehen, und das ist, wie ein Roboter oder ein Rechner dieses Bild sieht. Also, und die Frage ist, das ist eine Matrix, wie man hier sieht, und diese Matrix, da sind irgendwelche Zeilen drin, und die Herausforderung ist zu verstehen mit Algorithmen, die man in einem Rechner implementiert, dass es dort Menschen sind, dass zwei Boote sind, dass diese Menschen vielleicht bestimmte Aktivitäten ausführen, wie angeln in dem Fall, und dass der Himmel nicht so blau ist. Und aus diesen Zahlen hier, aus diesen Bildern oder aus dieser Information, die Bilder oder aus dieser Matrix von Zahlen zu extrahieren, ist eine große Herausforderung. Man spricht hier von Computer Vision, das ist nicht nur ein Thema der Robotik, sondern einer sehr großen Community, die sich damit beschäftigt, Bilder zu verstehen oder Bildersequenzen zu verstehen. Sei es jetzt die Objekte, sei es auch die Aktivitäten von Menschen, die im Bild, die Aktivitäten von anderen robotischen Agenten, die im Bild irgendwas durchführen. Und wenn man das Ganze hier ein bisschen betrachtet, und da will ich kurz darauf eingehen, bevor wir auf die Grundlagen eingehen, dann unterscheidet man hier unterschiedliche Ebenen der Interpretation von Bildern. Natürlich auf der
ganz zentral ist, wir müssen in der Lage sein, Bilder aufzunehmen und diese Bilder in einer guten Qualität in einem Rechner abzulegen. Das heißt, wir brauchen eine Kamera, wir brauchen bestimmte Sensorik, wir brauchen bestimmte Algorithmen zur Verarbeitung von Bilddaten, die zum Beispiel Rauschen reduzieren, die Kontrast erweitern. Und das ist, was man als Low-Level oder Early Vision kennt. Auf dem nächsten Level will man natürlich nicht nur hier diese Bilder oder diese Matrix, die wir vorher gesehen haben, in der Form weiterverarbeiten, sondern man will bestimmte markante Regionen in diesem Bild identifizieren. Also was gehört zusammen? Was ist eine Tasse? Was ist die grüne Tasse? Was ist die rote Tasse? Was ist ein Fahrrad? Was ist ein Auto? Was ist ein Fußgänger? Und damit man diese Informationen überhaupt extrahieren kann, versucht man, bestimmte Regionen im Bild zusammenzufassen oder irgendwelche Linien zu finden oder Kanten oder Ecken. Und das ist so dieses Mid-Level-Vision. Auf der höchsten Ebene, also ganz oben, hat man tatsächlich die Semantik der Szene. Also was man dort sieht, also welche Objekte erkennt man, an welchen Positionen sind diese Objekte, wie sind die Relationen der Objekte zueinander. Und man merkt hier, man hat dann eine semantische Interpretation dessen. Wenn wir hier das Ganze mal angucken, dann sehen wir natürlich, dass wir auf der unteren Ebene uns mit Signalen beschäftigen, wie filtern, dass die Bilder nicht voraus sind, dass der Kontrast gut ist. Auf der nächsten Ebene müssen wir uns halt mit irgendwelchen Methoden beschäftigen, die uns erlauben, Linien, Kanten, Ecken beziehungsweise einfarbige Regionen, die zusammengehören, zusammenzufassen. Und auf der obersten Ebene müssen wir in der Lage sein, beispielsweise Instanzen von Objekten zu erkennen, dass wir in diesem Bild drei Tassen sehen und dass diese Tassen an diesen Positionen und dass die rote Tasse links von der grünen Tasse ist. Wenn wir jetzt hier an ein Beispiel denken, zum Beispiel, wenn ein Roboter aus menschlicher Beobachtung lernen soll, also einen Menschen anschaut und aus diesen menschlichen Demonstrationen seine eigenen Fähigkeiten lernen soll, dann hätten wir natürlich hier so eine Person, sieht man hier, die eine Gurke schneidet. Dann hätten wir irgendwelche Bilder, die vielleicht nicht so toll sind, die verpixelt sind, wie man hier sieht. Und mit Hilfe von diesen Methoden, also Rausch, Unterdrückung und Ähnliches, kriegt man saubere Bilder hier oder Bilder besserer Qualität, die man weiterverarbeiten kann. Natürlich, ein Rechner oder ein Roboter weiß nicht, dass man hier zwei Handy hat oder zwei Arme und ein Messer und eine Gurke. Und deshalb der nächste Schritt hier ist, dass man versucht, Regionen vielleicht auch mit Hilfe von irgendeinem Hintergrundwissen oder ohne Hintergrundwissen, Regionen, die zusammengehören, irgendwie zu identifizieren. Also zum Beispiel hier die zwei Teile von dem Messer, der rechte Arm, der linke Arm, die Gurke. Das ist zum Beispiel, was man hier als Segmentierung oder dass man auch den Tisch hier erkennt, dass der Tisch zum Beispiel diese planare Fläche, wo der Abstand oder die Höhe immer konstant oder die gleiche Höhe hat. Alle Elemente im Bild haben die gleiche Höhe. Und natürlich auf der obersten Ebene haben wir eine Semantik. Ja? Das heißt, wir wissen, wir haben ein Objekt, das heißt Messer, wir haben ein Objekt, das heißt Gurki, wir haben eine Aktion, die von einem Menschen ausgeführt und die heißt Schneiden. Und dann haben wir natürlich nicht nur diese einzelnen Objekte, sondern wir haben auch die Bewegung, die Trajektorie, die Pose, wie sich die Hand bewegt, wenn man diese Aktion hier ausführt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, wir haben diese unterschiedlichen Ebenen und natürlich in dieser Vorlesung werden wir uns hauptsächlich mit der untersten Ebene und ein bisschen hier in der mittleren Ebene beschäftigen.
in weiterführenden Vorlesungen wie Robotik 2 und Robotik 3 werden wir mit semantisches Szenenverständnis beispielsweise beschäftigen, Repräsentationen von Relationen zwischen Objekten in der Szene beschäftigen, das heißt mit den höheren Ebenen dieser Pyramide. Man kann auch oder man findet in der Literatur auch die Unterscheidung zwischen Image Processing, ja, also die Verarbeitung von Bildern, und Computer Vision, wo es darum geht, tatsächlich Bilder zu verstehen und zu interpretieren. Und die Grenze ist natürlich hier sehr nicht so scharf, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. Also es gibt natürlich aktuelle Algorithmen, die heißen semantische Segmentierung von einer Szene. Das heißt, da ist die Grenze zwischen dann Image Processing und Computer Vision fließend. So, natürlich haben wir hier unterschiedliche Vorgehensweisen. Die erste Variante wäre, dass man sagt, wir haben versuchen mit nur Bottom-up-Methoden, Daten zu kriegen, und anhand von diesen Daten, und das sind nur Bilddaten, versuchen wir hier diese Higher-Level-Repräsentationen, also Repräsentationen höherer Ordnung, sage ich mal so, zu finden. Das ist, was zum Beispiel heutzutage alle Deep Learning-Methoden versuchen. Also, dass man nur aus reinen Bildern automatisch die semantische Segmentierung einer Szene bekommt, ja, oder die Klassifikation von Objekten in der Szene lernt. Die andere Vorgehensweise ist, dass man sagt, na, wir wissen eigentlich viel über die Welt. Ja? Also wir wissen, wie die Tassen aussehen, wir wissen, dass ein Mensch beispielsweise zwei Arme hat und eventuell sind, und diese zwei Arme werden jetzt in einer Aufgabe verwendet. Und deshalb ist natürlich dieses Top-Down oder Vorwissen, was man hat, was in Form von bestimmten von Modellen zur Verfügung steht, auch sehr wichtig und kann natürlich die Verarbeitung von Bildern und Interpretation von Bildern massiv und signifikant verbessern, beziehungsweise die Verarbeitung und Interpretation der Bilder kann von diesen Modellen sehr stark profitieren. Entschuldigung. So, und wenn man noch ein bisschen tiefer geht, und darauf gehen wir in den weiterführenden Vorlesungen, dann kann man das Ganze oder in dieser Pyramide ganz schön eigentlich erklären, dass wir uns mit Signalen beschäftigen. Das sind Bilder, und wir werden gleich sehen, wie diese Bilder repräsentiert sind im Rechner. Man könnte sich vorstellen, das sind Signale, während wir auf der anderen, ganz oben in dieser Hierarchie, haben wir Symbole: rote Tasse, grüne Tasse, Flasche, Fußgänger, Fahrrad, Auto, Straßenbahn und so weiter und so fort. Und natürlich die Extraktion von Symbolen aus Signalen ist eins der großen Fragestellungen in der Forschung in technisch-kognitiven Systemen, ja, oder künstliche Embedded AI, künstliche Intelligenz, dass man basierend oder ausgehend von Signalen irgendwelchen Sinn extrahiert aus den Bildern. Und natürlich auf beiden Ebenen oder in dieser Pyramide haben wir eine ganze Menge von Anwendungen auf den unterschiedlichen Level. Natürlich hier in der industriellen Bildverarbeitung will man natürlich mithilfe von Rauschreduktionsmethoden, von Kontrastenhancement, irgendwelche Aufgaben natürlich unter vorgegebenen oder festen Randbedingungen lösen. Aber das sind auch ganz wichtige Anwendungen, die in den unteren Leveln hier passieren. Im oberen Level habe ich bereits erwähnt, Mensch-Roboter-Interaktion, sichere Mensch-Roboter-Interaktion und Kooperation, wo man ein komplettes Szenenverständnis braucht, inklusive die Aktivitäten, die beispielsweise ein Mensch ausführt, um Situationen zu interpretieren. Genau, aber natürlich kann das auch was anderes, was nicht mit Robotik zu tun hat, also dass man eine Sequenz von Bildern hat und man kriegt hier
aus dieser Sequenz von Bildern eine natürlichsprachliche Annotation von dem, was gerade im Bild passiert. Also ein Film oder ein Video oder eine Bildsequenz wird gezeigt und dann bekommt man in natürlicher Sprache Interpretation. Es gibt zwei Tassen und eine Fläche und der Tamim greift die Fläche und schenkt in die Tasse. Also rein aus den Bildern kriegt man diese Beschreibungen von dem, was passiert in natürlicher Sprache. Also das ist ein unglaublich spannendes und schwieriges und nach wie vor aktuelles Forschungsthema, mit dem wir hier nur, wo wir hier nur die Grundlagen tatsächlich kennen. Und das wollen wir nicht für die komplette Computer Vision oder die Bildverarbeitung allgemein, sondern wir interessieren uns für das Robotersehen. Also bekannt auch in der Community als Robot Vision. Und uns ist wichtig, als Robotiker zu unterscheiden zwischen einem Computer Vision und einem Robot Vision. Denn Computer Vision bedeutet, dass ich jetzt Bilder, die ich vielleicht super aufgenommen habe, in irgendwelchen Umgebungen und ich verarbeite sie und generiere natürlich sprachliche Repräsentationen, Interpretationen von diesen Bildern. In der Robotik sieht die Welt ein bisschen anders aus. Die Welt ist echt, ja. Das heißt, und das macht natürlich das Problem viel schwieriger. Das Problem viel schwieriger, weil Computer Vision schon bereits schwierig ist. Ja, also wie ich bereits erwähnt habe, Computer Vision, unabhängig davon, ob wir das jetzt für die Robotik oder für andere Aufgaben oder Anwendungen betrachten oder erforschen, ist nicht nur die Bildübertragung von einer Kamera zu einem Rechner, sondern natürlich die Verarbeitung dieser Bilder auf den unterschiedlichen Ebenen, die wir vorher gesehen haben, und die Interpretation dieser Bilder oder von dem, was in den Bildern passiert. Das heißt, die Extraktion von Wissen aus Bildern, also Extraktion von semantischem Wissen aus Daten, aus Bilddaten. Außerdem und ganz naheliegend, wenn wir jetzt Bilder angucken oder wenn ein Roboter ein Bild von einer realen Welt, 3D-Welt, der kartesische Raum, der Arbeitsraum eines Roboters, wenn er Bilder aufnimmt von dieser Umgebung, dann sind das nur zweidimensionale Bilder. Das heißt, die Information über 3D, die geht ja verloren in dem Moment, wo wir eine Bildaufnahme machen. Weil wenn wir ein Bild betrachten, dann ist es nur ein 2D-Array. Ja? Und natürlich, wenn wir über Greifen, Manipulation, brauchen wir die 3D-Information, brauchen wir Abstand zu Objekten, brauchen wir Abstand zu Hindernissen. Und in der Robotik kommen natürlich noch weitere Aspekte und Punkte, die wichtig sind, und zwar die Dynamik der Szene. Das sind ja nicht irgendwelche statischen Szenen, sondern da passiert viel in einer Szene. Ein Mensch, der in der Szene in einer Küche beispielsweise hier zusammen mit einem Roboter arbeitet, wo die Szene sich verändert, wo die Kamera nicht die ganze Zeit an der gleichen Stelle ist, sondern auf dem Kopf des Roboters oder im Kopf des Roboters. Natürlich muss man mit vielen Problemen umgehen, zum Beispiel Verdeckungen, dass Objekte nicht vollständig sichtbar sind und dass man planen muss, wie soll sich ein Roboter bewegen, damit man mehr Informationen über das Objekt bekommt. Außerdem hängt die Interpretation von Bilddaten sehr stark von der aktuellen Aufgabe. Also wenn ich ein Bild angucke oder eine Szene angucke, natürlich gibt es eine ganze Menge von Objekten oder Menschen in der Szene, aber was mich interessiert oder meine Interpretation der Szene hängt sehr stark davon ab, was will ich gerade machen. Will ich gerade etwas aus dem Kühlschrank holen oder will ich gerade die Gurke schneiden? Das heißt, es sind wichtige Objekte oder Teile dieser Szene, die für mich wichtiger sind als andere. Und diese Teile in einem Bild oder die Objekte in einem Bild, die hängen natürlich davon ab, was ich machen will. Ja.
Das andere wie Photometrie, also die Abhängigkeiten der Bilddaten, die man bekommt von Beleuchtung, von Materialeigenschaften, das ist allgemeingültig oder allgemeingültiges Problem. Wenn man jetzt hier in Open-Ended Environments, also dynamische Umgebungen, die sich ändern, wo Beleuchtungsverhältnisse, also wenn wir über Roboter im Haushalt denken, die bei jedem Wetter auch funktionieren, egal ob die Sonne reinstrahlt in die Umgebung oder ob es da draußen schneit oder donnert, das sind natürlich Herausforderungen, mit denen man hier in der Robotik umgehen muss. Genau, und damit kommen wir zum Inhalt von diesem Kapitel. Das heißt, wir wollen zunächst mal verstehen, wie werden Bilder repräsentiert. Wie werden Bilder repräsentiert, welche Kameramodelle existieren und welche Operationen können wir auf Bilder durchführen. Ja, insbesondere Filteroperationen bzw. morphologische Operatoren werden wir kennenlernen, damit wir bestimmte vorverarbeitende Schritte oder elementare Vorverarbeitungsschritte auf den Bildern ausführen können. Damit wir zum Beispiel Rauschen unterdrücken, damit wir zum Beispiel Bilder glätten und ähnliches. Und da werden wir eine ganze Menge von Filteroperationen kennenlernen. Wir werden natürlich vorher verstehen, was meinen wir mit einem Filter in der Bildverarbeitung und wie funktionieren die. Und ganz am Ende von dem Kapitel gehen wir auf grundlegende Probleme bzw. Fragestellungen oder Aufgaben der Bildverarbeitung in der Robotik. Da sieht man hier Segmentierung, Kantendetektoren, das Visual Servoing, also das bildgeführte Bewegen, zum Beispiel der Hand zum Objekt umzugreifen und auch das Registrieren von Punktwolken. Und wie beim letzten Kapitel zum Thema Greifen auch, was machen wir hier in unserer Forschung im Kontext von Bildverarbeitung. Es gibt hier eine ganze Menge von Literatur und von Büchern, die man hier als Unterstützung, falls das eine oder andere hier aus der Vorlesung nicht klar wird, aber wir haben wie bei den letzten Kapiteln oder wie bei allen Kapiteln die Folien so vorbereitet, dass man kaum Bedarf an weiterführende Literatur braucht, um die Inhalte hier zu verfolgen, zu verstehen. Aber für den Fall, dass das notwendig sein sollte, hier sind noch ein paar Angaben ganz konkret hier zu Themen, die wir in diesem Kapitel behandeln, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Es gibt auch eine ganze Menge von Programmbibliotheken, also von Software. Vieles von dem, was man heutzutage verwendet, ist bereits implementiert und verfügbar in der OpenCV, also Open Computer Vision Library. Die hat viel mehr als das, was auf der Folie steht, also nicht nur Face Detection, Optical Flow und Implementierungen auf GPU, sondern eine ganze Menge von grundlegenden Methoden, aber auch fortgeschrittenen Methoden der Bildverarbeitung. Es gibt auch die Point Cloud Library, PCL, auch frei verfügbar, also für die Verarbeitung von Punktwolken mit auch grundlegenden Implementierungen von wichtigen Algorithmen wie RANSIC, mit dem man geometrische Primitiven in einer Punktwolke fitting kann, beziehungsweise iterative closest point und so weiter und so fort. Und wir haben hier in meiner Gruppe auch so ein abgeschlossene Bibliothek zur Bildverarbeitung für Bilderkennung, für Objekterkennung und Objektlokalisierung und viel mehr. Also das Integrating Vision Toolkit nach wie vor verfügbar und läuft auf allen humanoiden Robotern hier bei uns. Genau, wenn man jetzt in einem dieser Bildverarbeitungsbücher mal aufschlägt bzw. im Netz googelt nach Bildverarbeitung. Wir wissen, dass Sehvermögen ermöglicht die Wahrnehmung der Umgebung. Und das ist eins der stärksten Sinne, die wir haben. Und überall in der Literatur, wenn man tatsächlich sich mit dem Thema beschäftigt, findet man dieses Bild oder sieht man dieses Bild hier. Ja.
Und wir wollen uns in dieser Vorlesung hier, wie ich bereits erwähnt habe, darauf fokussieren, wie können wir Bildverarbeitungsmethoden für die Nutzung in technischen Systemen realisieren. Das heißt, wie kann man dafür sorgen, dass die Informationen in guter Qualität aufgenommen werden in einem digitalen Format? Und wie können dann die wichtigen Informationen aus den Daten extrahiert werden. Wir werden nicht auf die unterschiedlichen Sensortypen, also visuellen Sensortypen eingehen, also auf die Hardware, sondern eher auf die Software eingehen. Also diese Sensortypen hier, also die Hardware, die unterschiedlichen Sensoren, die für die visuelle Wahrnehmung verwendet werden, ist Teil der Vorlesung Robotik 3, Sensoren und Perzeption in der Robotik. Wir werden hauptsächlich hier überwiegend auf Software-Aspekte, das heißt auf Themen der Bildverarbeitung und nicht auf Themen der Bilderfassung eingehen. Und wie ich bereits erwähnt habe, ihr werdet dieses tolle Bild hier von Lena sehen, in fast jedem Buch zur Bildverarbeitung. Und das Bild stammt aus der November-Ausgabe des Playboy-Magazins von 1972 und zeigt eine schwedische Dame hier, Playmat Lena, für die Leute, die sich wundern, warum hier dieses Bild immer wieder auftaucht in dieser Vorlesung beziehungsweise in anderen Literatur im Internet und ähnlich. Und wir fangen hier an mit dem ersten Teil, und zwar die Bilderzeugung. Das heißt, wie repräsentieren wir Bilder im Rechner? Das ist ja ein Kommentar hier, dass das Bild in aktuellen modernen Publikationen nicht mehr verwendet wird. Zum Beispiel Nature lehnt alle Papers, die es verwenden, aus Inklusionsgründen. Das ist klar, aber bis jetzt wurde das Bild häufig verwendet und das werdet ihr sehen, daran können wir nicht ändern. Genau, also wie repräsentieren wir Bilder? Und zwar in 2D, in 3D und wie sieht ein Kameramodell aus. Also Bilder müssen natürlich im Rechner repräsentiert werden, das heißt im Speicher von einem Rechner. Und ein Bild ist nichts anderes als 2D-Gitter von diskreten Punkten, die nennen wir Pixel. Und so ein 2D-Gitter, das ist für uns ein Array, ja, hat natürlich ein Array von Punkten bzw. von Pixeln und jedes Pixel hat Koordinaten und das sind die Bildkoordinaten. Da hat man zwei Achsen, nicht X und Y, sondern U und V. U für die horizontale Richtung und V die vertikale Richtung. Und der Ursprung von dem Bildkoordinatensystem wird oft als oben links definiert. Das heißt, U geht dann in die Richtung und V geht nach unten. Aber es gibt natürlich andere Konventionen. Und die Einheiten in diesem Koordinatensystem oder die Einheiten der Bildkoordinaten sind Pixel. Also nicht Millimeter oder Zentimeter oder so, sondern Pixel. Die Farbe eines Bildpunkts kann auf unterschiedliche Art und Weise repräsentiert werden. Einmal, indem man sagt, okay, wir haben nur Graustufenbilder. Und bei diesen Graustufenbildern hat man für jeden Pixel einen Helligkeitswert. Und dieser Helligkeitswert liegt zwischen 0 und 255, wenn man sagt, pro Pixel habe ich ein Byte Speicher. Ja, ein Byte, das heißt 8 Bit und mit 8 Bit kann ich 256 unterschiedliche Werte darstellen. Das heißt, hier hat man für jeden Pixel einen Wert, einen Helligkeitswert und dieser Helligkeitswert liegt zwischen 0 und 255. Also 0 für schwarz, 255 für weiß und dazwischen irgendein Grauwert. Ja. Bei Farbbildern muss man natürlich mehr Informationen speichern. Wir müssen zum Beispiel Rot, Grün, Blau speichern. Das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Speicherplatz. Und deshalb wird pro Pixel, um diese Informationen
zu speichern, werden 3 Byte pro Pixel verwendet. Das heißt, 1 Byte für Rot. Das heißt, ich kann 256 unterschiedliche Werte für Rot, 256 unterschiedliche Werte für Grün und 256 unterschiedliche Werte für Blau haben. Ja? Aber allgemein, das ist ja einfach, wenn wir jetzt hier ein Monochrom-Bild, also Graustufenbild haben, der Dimension n mal m, also n Pixel in die Horizontale und m Pixel in die Vertikale, ja, das sieht man hier ein einfaches Beispiel, dann haben wir eigentlich eine diskrete Funktion oder eine Abbildung, die jedem Pixel im Bild UV einen Wert zuordnet. Und dieser Wert ist aus 0 bis Q. Ja? Das heißt, wenn Q 255 ist bei Graustufenbilder, wenn wir 8 Byte haben, dann wissen wir, okay, jedem Pixel in dem Bild wird ein Wert zwischen 0 und 255 zugeordnet. Zu den Dimensionen hier einige Angaben, die wir kennen, zum Beispiel VGA-Auflösung, wo wir 640 mal 480 Pixel im Bild haben, oder Voll-HD-Auflösung, wo wir 1920 mal 1080, oder 4K-Auflösung, wo wir 3840 mal 2160 Pixel pro Bild haben. So. Das heißt, da wissen wir, je nachdem, egal eigentlich, was wir haben immer diese Abbildung, jedem Pixel wird ein Wert zugeordnet, jedem Pixel in beliebigen Formaten wird einen Wert zugeordnet. Was ganz wichtig ist, wenn wir über Bilderrepräsentation denken, ist die Frage der Auflösung. Und die Auflösung eines Bildes gibt an, wie viele Pixel im Bild vorhanden sind. Also zum Beispiel hier haben wir 1024 Pixel, hier 512, 256 und so weiter und so fort. Für Farbbilder existieren verschiedene Farbmodelle und die werden je nach Anwendung verwendet. Die werden auch klassifiziert nach dem sogenannten erreichbaren Farbraum. Und ein Beispiel oder Beispiele davon sind hier aufgelistet. Wir werden hier dieses RGB-Modell, das steht für Rot-Grün-Blau-Modell, kennenlernen. Das heißt, ein Pixel im Bild wird nicht nur ein Graustufenwert wie bei einem Graustufenbild zugeordnet, sondern 3 Werte zugeordnet. Also jedem Pixel im Bild UV, also unsere Funktion Image UV, hat immer wird ein dreidimensionaler Vektor RGB zugeordnet, der uns angibt, wie stark, wie rot, wie stark oder wie groß ist der Rotwert, wie groß ist der Grünwert und wie groß ist der Blauwert. Und da gibt es auch andere Farbmodelle und entsprechend auch Farbräume, die HSI, die CIE und so weiter und so fort, auf die ich jetzt hier in der Vorlesung nicht eingehen möchte. Ganz kurz hier zum RGB-Farbraum. Das ist ein Modell der additiven Farbmischung. Das heißt, wenn wir Farben addieren, kriegen wir andere Farben. Die Grundfarben sind Rot, Grün und Blau. Und bei RGB24 wissen wir haben 24 Byte, also 3 pro Kanal, also pro Farbe. Und jedes Byte, wissen wir, hat 8 Bit. Das heißt, wir haben 256 unterschiedliche Abstufungen für jeden Farbwert. Genauso wie bei Graustufen. Also statt jetzt diese unterschiedlichen Werte der Graustufen, die wir vorher gesehen haben, haben wir hier Abstufungen der Farben. Und wenn wir hier 8 Byte haben, dann wissen wir können 256 mal unterschiedliches Rot, 256 mal unterschiedliches Grün und das gleiche für Blau. Und insgesamt können wir also mit diesen 3 Bytes hier 16,8 Millionen Farben darstellen. Und da sieht man hier diesen 24-Bit RGB-Würfel. Da sieht man hier die Ecken von diesem Würfel, also schwarz hier, weiß hier. Ja, wenn alle Farben RGB
auf 255 sind. Und dann natürlich an den Ecken andere markante Farben hier wie grün, ja, da kriegt man, wie man sieht hier, wenn man rot und gelb, wie man sieht hier, wenn man rot und grün beispielsweise auf 255. Ihr könnt ja in PowerPoint gehen, mal so ein Diagramm oder eine Box malen und dann die RGB-Werte mal mit den RGB-Werten spielen, dann versteht ihr eigentlich, wie diese additive Farbmischung hier passiert und dass man hier unterschiedliche Farbverläufe bekommt. Also insgesamt 16 Millionen Farben. Es gibt andere Modelle, und zwar zum Beispiel das HUI-Modell, also wo man das HSI-Modell, wo man nicht die drei Farbkanäle hat, sondern wo man Farbe als Farbton, als Sättigung und als Intensität bzw. Helligkeit repräsentiert. Ja? Und der Unterschied zu diesem, zu dem RGB ist, dass dieses, dass man in diesem Farbraum die Farbinformation getrennt von Helligkeit und Sättigung der Farbe darstellen kann, und somit ist man unempfindlich gegen Beleuchtungsänderungen. Und wie man sieht hier, kann man beide Modelle ineinander berechnen. Das heißt, wenn man hier ein Bild in RGB-Format haben, also mit den Werten für R und G und B, dann können wir natürlich H und S und I hier für dieses Modell bestimmen. Und da sieht man hier auf der Folie den Zusammenhang zwischen diesen zwei Räumen. Also im RGB-Format, also wenn wir jetzt unser Würfel hier betrachten, entspricht die Helligkeitsachse, das habe ich ja nicht erwähnt, das sind ja die unterschiedlichen Achsen hier. Das heißt, wir haben hier diese Helligkeit, die nach oben geht, diese Sättigung, die vom Zentrum hier nach außen geht, und dann der Farbton, der praktisch, muss man sich vorstellen, zylindrische Koordinaten, der praktisch in die Richtung hier geht, wie das hier angedeutet ist, und man kann die zwei ineinander überführen. Das heißt, im RGB-Format entspricht die Helligkeitsachse, also die Intensität von HSI, die Linie durch Weiß und Schwarz. Das sind die zwei Ecken für Weiß und Schwarz im RGB-Würfel. Entsprechend die Sättigung von einem Punkt auf der Sättigungsachse hier ist 0 und erhöht sich, wenn man sich hier von dieser Helligkeitsachse entfernt, also von Value entfernt. Und man sieht hier auch dargestellt hier in diesem Diagramm, dass jeder Punkt in diesem Dreieck, was wir hier sehen, also der durch diese Ecken hier aufgespannt wird, denselben Farbton hat, aber unterschiedliche Helligkeits- und Sättigungswerte. Natürlich, weil Schwarz- und Weiß-Komponenten nicht zum Farbton oder den Farbton nicht ändern. Und man kann natürlich diesen Farbton ändern, indem man dieses Dreieck um diese Helligkeitsachse rotiert. Das sind ein bisschen, ja, kann man nachlesen, wenn jemand sich dafür interessiert. Aber an der Stelle ist nur wichtig zu wissen, dass man die zwei Darstellungen ineinander überführen kann und dass die Hauptunterschiede oder der Hauptunterschied von HSI im Vergleich zu RGB-Modell ist, dass man hier entkoppelte Farbwerte hat von den Helligkeitswerten und somit erlaubt das Ganze eine unabhängige Änderung von Farbton, Sättigung und Helligkeit. Das sieht man hier. Die Darstellung im RGB, wie die Sättigung aussieht, die Helligkeit bzw. der Farbton. Genau, so viel zu den Farbmodellen, aber jetzt haben wir gesagt, wir haben nur ein Byte pro Pixel bei Graustufenbilder und 3 Bytes bei Farbbildern, und wir wissen, im Rechner haben wir, unser Speicher ist linear angeordnet, das heißt, wir müssen gucken, wie wir dieses Bild hier in den Rechner repräsentieren bzw. speichern. Und die Vorgehensweise hier jetzt für ein 8-Bit-Graustufenbild, wie legen wir das im Speicher ab?
die Pixel, die werden zeilenweise linear abgelegt, und zwar von oben links nach unten rechts. Das heißt, wir laufen so schwarz-weiß, 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 dann haben wir viermal weiß und dann haben wir viermal schwarz. Und wir wissen, schwarz ist 0, das heißt, das Graustufenbild 0 ist schwarz und 255 weiß, das heißt, in unserem Speicher wird sowas liegen. Und wenn wir jetzt nicht dieses Bild hier haben, sondern irgendwelche Graustufen haben, statt 0 haben wir 10 oder 25 oder ähnliches, dann wird diese Information natürlich entsprechend hier abgelegt. Wie sieht es aus mit Farbbildern? Also RGB 24, wir wissen, RGB 24, nach wie vor die Pixel werden wie bei Graustufen zeilenweise im Speicher abgelegt. Und dann haben wir 3 Bytes pro Pixel. Also 0 haben wir minimale Intensität von Rot und 255 haben wir maximale Intensität von Rot oder Blau oder Grün. Und wenn wir dieses Farbbild hier haben, ja, nur mit Schwarz, Weiß, Rot und Grün und Blau, dann werden die Pixel auch hier zeilenweise aufgerollt. Das heißt Schwarz, Weiß, Rot, Weiß, Weiß, Grün, Blau, Weiß. Und dann grün, schwarz, rot, schwarz. Und man sieht hier, für das erste Pixel, ja, also für dieses Pixel hier, für dieses schwarze Pixel, haben wir für alle 3 Kanäle, für R, G und B, 0, 0, 0. Das zweite Pixel ist weiß, das heißt 3 Bytes, in denen 255 jeweils steht. Dann haben wir rot, rot, bedeutet, wir haben 255 für Rot und dann kein Blau und kein Grün, deshalb 0, 0. Weiß, wissen wir, 255, nochmal ein Weiß, dreimal 255 für die unterschiedlichen Kanäle, dann kommt ein Grün. Grün heißt, wir haben 0 für Rot, 255 für Grün und 0 für Blau. Dann kommt Blau mit 0, 0 für Rot und Grün und 255 für Blau und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist nicht weltbewegend und jeder kann das verstehen. Das heißt hier, jedes Pixel hier, dieses rote Pixel hier hat diese 3 Werte, dieses rote Pixel hier hat diese 3 Werte, 255, 0, 0, im Vergleich zu vorher bei den Graustufenbildern hatten wir nur einen Wert pro Pixel. Genau, das ist die Repräsentation von Bildern in 2D, das heißt, wir haben ein Bild, das ist ein Matrix oder ein Array und es wird aufgerollt und im Speicher so abgelegt. Entweder mit 1 Byte pro Pixel bei Graustufenbilder oder 3 Byte pro Pixel bei Farbbildern. Nun, wie repräsentieren wir Bilder in 3D? Ja, beziehungsweise gibt es überhaupt solche Art von Datenstrukturen, die uns sowas erlauben? Also, beziehungsweise auch Sensoren, die visuelle Sensoren, die uns sowas erlauben. Bei einer Kamera nehmen wir ein Bild und dann kriegen wir ein 2D-Gitter, also 2D-Array, und wir wissen jetzt, wie dieses Array im Rechner abgelegt wird. Aber es gibt natürlich Tiefenkamera oder Tiefensensoren. Ja, das heißt, das ist jetzt hier, wie wir auch wissen, Monochrom oder Farbbilder haben keine Informationen über räumliche oder geometrische Verhältnisse im Bild. Ja? Interessant wäre für uns natürlich, wenn wir die Abstand- oder Distanzinformation bekommen. Natürlich können wir mit Stereo Vision, wie wir später sehen werden, auch diese Abstandsinformation, also diese verloren gegangene dritte Dimension mit Hilfe von Stereo Vision rekonstruieren. Aber inzwischen gibt es natürlich diese Tiefenkameras oder Tiefenbilder, wo man hier zusätzlich zu diesen RGB-Kanälen oder zu der visuellen Information die Entfernung zum Sensor, und zwar die Entfernung von jedem Pixel im Bild zum Sensor hat. Das heißt, man hat nicht nur ein RGB-Modell, also das sieht man hier, das ist so ein Tiefenbild hier, man sieht ja, jedes Pixel hier hat auch eine Abstandsinformation oder eine Entfernung zum Sensor. Und wenn man das hat, dann ist es natürlich wunderbar, ja, da, gerade für Kollisionsvermeidung, Rekonstruktion von Szenen und ähnliches,
Und da hat man dann ein Red, Green, Blue Depth Model, ja, Tiefenkameras. Das heißt, unser Pixel UV von einem Bild wird nicht nur drei Werte für die drei Farbkanäle zugeordnet, sondern noch einen vierten Wert für die Entfernung. Und dieser vierte Wert ist ein beliebiger Wert aus R. Und wir wissen, RGB ist natürlich, das sind Werte immer zwischen 0 und 255. Deshalb der Vektor hier ist aus R3, aus 0 bis 255 hoch 3. Ja. So, und das ist eigentlich, was man auch so Punktwolken nennt oder kennt vielleicht. Also eine Punktwolke ist eine solche diskrete Menge von 3D-Punkten mit festem Koordinatensystem. Da sieht man hier diese Darstellungen von den Punktwolken. Da sieht man hier ein 2D-Bild und da sieht man hier eine 3D-Punkte-Bild, wo natürlich die RGB-Information auch mit abgespeichert ist. Also das ist ein Kamerabild, tatsächlich 2D, und das ist ein solches Bild, was man jetzt von einem tiefen Sensor, also RGBD-Sensor, bekommen würde. Und die Frage ist, wie repräsentieren wir dann solche Bilder im Rechner? Naja, wir hatten diese Punktwolke, und diese Punktwolke, wie wir wissen, besteht jetzt aus zwei Teilen. Einmal X, und zwar das ist die Position von einem Punkt im Bild, also nicht die Entfernung. Ich habe vorher gesagt, die Entfernung ist nicht die Entfernung, sondern die Position. Das heißt X aus R3, also X, Y, Z, und natürlich eine Farbinformation C, und das sind nichts anderes als unser RGB-Farbinformation. Genau, und zusätzlich kann man natürlich in solchen Bildern weitere Informationen speichern. Das heißt, man kann sich überlegen, man braucht bestimmte Datenstrukturen, ja, die diese Punktwolken oder diese Informationen speichern. Und zusätzlich hier zu dieser Ortsinformation und zu der Farbinformation kann man zum Beispiel Normale an den Punkten oder bestimmte Labels an den Punkten und so weiter und so fort zusammen mit diesen Punktwolken speichern. Es gibt hier zwei verschiedene Arten der Repräsentation von Punktwolkendaten. Einmal, wo man sagt, okay, ich habe eine sogenannte organisierte oder geordnete Punktwolke, das heißt ein 2D-Array-Format. Und natürlich, wenn wir das im Rechner ablegen wollen, müssen wir vom Anfang an wissen, wie groß ist eigentlich dieses Array. Das heißt, die Größe von dem Array muss vorher bekannt bzw. festgelegt werden, weil sonst natürlich kann man das nicht allokieren. Ja? Auf der anderen Seite unorganisierte, ungeordnete Punkte. Also jeden Punkt, den man hier kriegt, also X und C, legt man in einem Vektor und speichert das dann ab. Das sind so diese Vektorformate. Und es gibt natürlich auch hier aktuelle Sensoren, also visuelle Sensoren. Hier ein Beispiel von der RoboCeption-Kamera RC Wizard 160. Das ist ein Stereokamerasystem, wo man leider ist kein Bild hier von der Kamera, aber ein Stereokamerasystem, also mit zwei Kameran, Kameras, die einen Abstand von 16 cm voneinander haben. Und die Kamerabilder haben diese Auflösung, wie man sieht, also 1,3 Megapixel. Und zusätzlich ein Tiefenbild wird geliefert von diesem Sensor. Das heißt, wo wir die Distanz der Umgebung berechnen oder dieses Tiefenbild entsteht durch die Berechnung der Distanz aus dem linken und rechten Kamera mit Hilfe von Stereovision-Methoden, auf die wir später eingehen werden. Da sieht man hier ein Bild von der linken Kamera, das ist also RGB, das ist das Tiefenbild, was man aus zwei Kameras, linke Auge und linkes Auge und rechtes Auge, berechnet hat mit Stereovision. Zusätzlich liefert diese Kamera hier auch ein Konfidenzbild. Das heißt, liefert sie die Information über die Vertrauenswürdigkeit der Messwerte der Tiefenbilder. Also wie gut darf ich eigentlich diese Messwerte vertrauen oder wie schlecht sind diese Messwerte? Und da merkt man eigentlich, da geht es nicht nur
um Daten aufnehmen und Daten ablegen, sondern intelligente oder neuere Kameras, die gehen natürlich in die Richtung, dass man nicht nur einen Abstand bekommt, sondern auch hier, wie in dem Fall hier, wie zuverlässig sind eigentlich die Informationen, die ich gerade bekommen habe. Das ist unglaublich wichtig, wenn es um Mensch-Roboter-Kooperation oder um Sicherheit des Menschen bei Interaktionen mit Robotern oder mit technischen Systemen geht, also mit agierenden technischen Systemen geht. Und viele von euch kennen vielleicht das hier. Es gibt inzwischen viele dieser 3D-Kameras oder RGBD-Kameras. Eine davon ist hier die Microsoft Azure Kinect, ja, also das aktuelle Modell hier. Ich will auf die Details hier nicht eingehen, sondern zeigen, was alle, das ist natürlich intelligente Kameras, das ist nicht nur der Sensor, sondern eine Vielzahl von intelligenter Software, die implementiert ist auf dedizierte Hardware, wo man hier, wie man sieht, auch 7 Array-Mikrofon hat in dieser Kamera. Und wo man mit Hilfe von den unterschiedlichen Sensoren, die dort integriert sind, darauf gehen wir in der Robotik 3 Vorlesung ein, in der Lage ist, viel Information hier über die Szene zu bekommen. Und die wird natürlich, wie man sieht, hier in industriellen Anwendungen auch verwendet, im Bereich der Logistik, aber auch für das Greifen und die Manipulation bei uns auf dem aktuellen Roboter Arma 6. Das ist hier die Roboception Kamera, eine andere Version, nicht die 160, sondern die 65 hier. Und man sieht hier, wie diese Kamera, also die Information, linke Kamera, das Tiefenbild und dann diese Konfidenz, Vertrauenswürdigkeitsinformation über das Tiefenbild. Und wie das Ganze hier im industriellen Kontext, also Windpicking-Anwendung, die Kamera ist montiert hier am Greifer und generiert diese Bilddaten bzw. diese Tiefendaten und basierend darauf werden Griffe hier für die Objekte erzeugt. So, das ist also sehr vielversprechend, diese neuen Entwicklungen, diese 3D-Kameras, weil man kann natürlich hier auf eine sehr schnelle Art und Weise diese Ortsinformation, also Position von jedem Element in der Welt direkt haben, ohne dass man vielleicht sehr aufwendige Algorithmen des Stereo Vision hier macht. Natürlich die Roboception-Kamera, die macht das intern mit Hardware-Unterstützung, aber das sind schon Fortschritte, die in den letzten Jahren hier auf dem Gebiet passiert sind, die visuelle Wahrnehmung in der Robotik sehr, sehr geprägt haben und noch mehr prägen werden. Genau, nun wollen wir als nächstes verstehen, wie so eine Kamera funktioniert. Ich sehe hier eine Frage, Entschuldigung, wieso kann der Abstand im RGBD-Modell aus R sein? Ja, okay. Also der Abstand im RGBD-Modell, wir haben natürlich auf jeden Fall die 3 Bytes für unsere RGB, ja, und D ist ein beliebiger Wert, ja, das ist, B ist ein Float, ja, oder ein Double, und wenn ich das im Rechner speichere, dann speichere ich das natürlich in der Genauigkeit, die mir mein Floating Point Arithmetik erlaubt. Ja? Das heißt, das ist tatsächlich dieses D, X, Y, Z, die sind Werte aus R. Aber die müssen dann im Rechner in 32 oder 64 Genauigkeit Fließkomma-Format dargestellt werden. Und damit ist es, glaube ich, erledigt. Genau, also wenn es aus R ist, dann bedeutet das, dass dass ich eventuell viel Speicherplatz brauche, um diese D-Informationen zu speichern. Das sind immer Floats und im Double, können beides sein, glaube ich.
Ja, und im Rechner, also jeder Rechner hat natürlich eine bestimmte Anzahl von Bits für die Speicherung von einem Float oder also von einem Fließkomma, von einer Fließkommazahl in einfacher oder doppelter Genauigkeit, 32 oder 64 Bit. Ich sehe aber, deine Frage ist schon längst beantwortet. Gut, Kameramodell, das kennen wir oder kennt ihr vielleicht, ich weiß es nicht, aber trotzdem der Einfachheit halber oder der Vollständigkeit halber hier kurz erwähnt. Das einfachste Modell von einer Kamera ist das Lochkameramodell. Und da sieht man hier bei diesem Lochkameramodell oder das Lochkameramodell geht davon aus, dass alle Strahlen, die von einem Objekt kommen, ja, durch so ein Loch gehen, also eine Öffnung hier und dann auf das Sensorelement, also bei uns auf unser Retina, bei uns Menschen projiziert werden. Und dadurch, dass alle Strahlen hier durch diesen Punkt gehen, kriegt man natürlich am Ende ein Bild von dem Objekt, was gespiegelt ist. Ja? Und zwar gespiegelt in der horizontalen und in der vertikalen, aber gleich dazu. Und was ganz wichtig ist, ist tatsächlich hier diese Brennweite von einer Kamera, und zwar der Abstand von diesem Loch hier oder Projektionszentrum nennt das, zu dieser Bildebene. Diese Bildebene ist tatsächlich das Sensorelement, was diese Strahlen, ja, die sie wahrnimmt, ja, also wo tatsächlich der visuelle Sensor ist. Und hier gibt es unterschiedliche Varianten von diesem Modell. Einmal dieses Loch oder Projektionszentrum liegt vor der Bildebene. Das heißt, das ist unsere Bildebene und das ist ein Fahrrad, was wir mal angucken. Das ist die Objektebene. Und wenn wir das Fahrrad hier angucken und alle Strahlen hier durch dieses Projektionszentrum gehen, dann kriegen wir natürlich ein Bild von dem Fahrrad hier auf der Bildebene, was sowohl horizontal als auch vertikal gespiegelt ist. Ja. Die andere Variante, da spricht man hier von Lochkameramodell in Positivlage, das heißt, wo dieses Projektionszentrum hinter der Bildebene ist. Das heißt, das ist hier die Bildebene und das ist unser Projektionszentrum und man sieht, in dem Fall hat man dann keine Spiegelung. Egal, ob das in dem Fall oder in dem anderen Fall, das ist für uns jetzt hier nicht so sehr interessant, aber die zwei Varianten existieren und sind richtig. Wir betrachten hier diese Variante, wo Projektionszentrum hinter der Bildebene oder Bildebene zwischen Objektebene und Projektionszentrum ist. Das heißt, die Objekte, die wir sehen, die sind nicht gespiegelt, weder vertikal noch horizontal gespiegelt. Und definieren wir ein paar wichtige Koordinatensysteme. Einmal die Hauptachse oder Principal Axis bei diesem Modell. Das ist die Gerade durch das Projektionszentrum. Ja? Und zwar durch das Projektionszentrum und senkrecht auf der Bildebene ist. Also das ist eigentlich diese Achse hier, die in die Richtung geht. Dann der Hauptmittelpunkt ist der Schnitt von dieser Gerade mit der Bildebene. Also das wäre der Punkt hier. Die Bildkoordinaten, die kennen wir, U und V in der Form, also U nach rechts und V nach unten. Und die Einheit in dieser Bildebene sind für uns Pixel. In der Welt, in der realen Welt, also Objektebene, also wo wir die Objekte tatsächlich in der Realität haben, wir haben natürlich Kamerakoordinatensystem. Nee, Entschuldigung, bevor wir über die reale Welt reden, reden wir über die Kamerakoordinatensysteme. Also drei Koordinaten x, y, z eines Punktes relativ zur Kamera. Ja? Das heißt, hier haben wir unser Objekt und die drei Koordinaten oder die Koordinaten von einem Punkt dieses Objekts relativ zur Kamera werden im Kamerakoordinatensystem angegeben. Und der Ursprung ist im Projektionszentrum. Ja, das ist jetzt hier nicht dargestellt als Koordinatensystem hier im Projektionszentrum, aber kann man sich gut vorstellen.
Die X-Achse ist parallel zur U-Achse und die Y-Achse ist parallel zur V-Achse und die Z-Achse geht natürlich hier in die Richtung. Also man sieht hier, das wäre jetzt hier der Abstand Z von diesem Ursprung von diesem Punkt hier in dem Koordinaten, in dem Kamerakoordinatensystem. Und wir wissen, das habe ich ja oft betont, wenn wir zum Beispiel greifen oder manipulieren, wird die Sechsselpose von den Objekten im Kamerakoordinatensystem bestimmt und dann müssen wir das in irgendein Koordinatensystem, was für den Arm oder für den Roboter wichtig ist oder für die Steuerung wichtig ist. Und das ist unser Weltkoordinatensystem, irgendein 3D-Koordinatensystem im Raum, zum Beispiel auf dem Tisch und so weiter und so fort. Und die Einheiten, die wir hier in dieser Vorlesung oder in den Übungen verwenden, die sind alle Millimeter. Also für Kamerakoordinatensystem und Weltkoordinatensystem Millimeter. Die Einheit natürlich für Bildkoordinaten sind immer Pixel. Und nun ist es naheliegend, dass wir natürlich jetzt hier bestimmte Abbildungen, das heißt, wenn wir einen Punkt in Bildkoordinaten haben, wie wird dieses Punkt, oder wenn wir einen Punkt auf einem Objekt haben, in der Objektebene, wie ist der Zusammenhang zwischen den Koordinaten in der Bildebene und in der Objektebene? Und mithilfe von dem zweiten Strahlensatz der, kann man die Korrektion hier eines Szenenpunkts x, y, z auf einen Bildpunkt in dieser Ebene, also beziehungsweise in diesem Koordinatensystem, wie folgt angeben. Also u und v, die Koordinaten von dem Punkt hier, die hängen natürlich von diesem f, das ist ja der Strahlensatz, also wenn das f ist und das ist der Abstand hier des Punkts zum Projektionszentrum z, dann das Verhältnis f durch z ist genauso wie die Verhältnisse zwischen den Koordinaten ux und v und y. Das heißt, wenn wir einen Punkt XY in der Objektebene haben, dann kriegen wir die korrespondierenden Punkte, den korrespondierenden Punkt in der Bildebene, indem wir F durch Z mal XY multiplizieren. Und man sieht hier an der Stelle, dass natürlich diese Z-Komponente, also diese Entfernungskomponente, also die Komponente, die senkrecht auf die Bildebene ist, verloren geht. Und genauso können wir natürlich die Ruckprojektion berechnen. Das heißt, wenn wir Bildkoordinaten haben, dann können wir natürlich die Koordinaten in der Objektebene hier berechnen. Also x, y, das ist nichts anderes als die Umkehrung hier z durch v mal u und v. So, das heißt, auf diese Art und Weise können wir diese Abbildungen zwischen XY und UV, also zwischen Objektebene oder, und Bildebene hier machen. Und mit einer Lochkamera ist es aber nicht ohne weiteres möglich, Korrespondenzen von einem Pixel zu einem Punkt im Raum zu bestimmen. Ja, wenn aber der Sensor in der Lage ist, Tiefeninformationen für jeden Pixel zu liefern, also wenn der Sensor die Tiefeninformationen pro Pixel liefern kann, zum Beispiel wenn man LiDAR-Sensoren, Stereokamera oder Time-of-Flight-Kameras hat, dann kann tatsächlich diese Korrespondenz hergestellt werden, indem man mit Hilfe von diesen Beziehungen. Das ist nach wie vor die Brennweite von der Kamera und das ist D, also diese Tiefe, die wir vorher kennengelernt haben. Und das ist nichts anderes als die homogene Koordinate von einem Pixel im Bild. Ja, wir können natürlich hier die homogenen Koordinaten benutzen, wie wir das gesehen haben in der Vorlesung. Und auf diese Art und Weise kann man tatsächlich aus diesen Bilddaten, wenn man die Entfernung oder die Tiefeninformationen hier hat, und die Brennweite hat, auf die XYZ-Werte kommen. Aber mit dem Lochkameramodell alleine, ohne dass man diese tiefen Informationen bekommt, ist es nicht, also ohne weiteres nicht so möglich,
die Korrespondenzen von einem Pixel zu einem Punkt im Raum zu bestimmen. Nun ist dieses Kameramodell ein sehr vereinfachtes Modell. Wir haben angenommen, dass zum Beispiel alle Pixel quadratisch praktisch gut sind und dass alle Projektion durch diesen Punkt geht und dieser Projektionszentrum immer im Ursprung vom Koordinatensystem liegt, was ja nicht immer der Fall ist, auch aufgrund von vielleicht Fehlern bei Fertigung oder Ähnliches. Und deshalb gibt es Erweiterungen, die das Modell ein bisschen näher an die Realität bringen. Dass man sagt, okay, ich habe nicht nur eine einzige Brennweite in eine bestimmte Richtung, sondern ich habe zwei Brennweiten in die XY-Richtung, also beziehungsweise in U- und V-Richtung. Und somit habe ich keine perfekt quadratischen Pixel, sondern rechteckigen Pixel. Ja? Das heißt, unser F bekommt jetzt einen Vektor als Fx und Fy und der Hauptpunkt, ja, den wir vorher definiert haben, ist nicht der Ursprung vom Koordinatensystem, sondern der ist ein Cx, Cy. Und wenn man das hat, dann muss man natürlich unser Modell erweitern, denn die Bildkoordinaten kriegt man, indem man natürlich hier den Ursprung, also der Ursprung war ja vorher 0, plus 1 durch Z, vorher hatten wir F durch Z, ja, multipliziert mit X und Y, aber jetzt haben wir unterschiedliche Brennweiten in die U- und V-Richtung und deshalb 1 durch Z, Fx multipliziert mit X und Fy multipliziert mit Y, wenn Fx und Fy die Brennweiten in U- und in V-Richtungen sind. So, das heißt, auf diese Art und Weise können wir natürlich hier das Ganze noch einfach in eine vielleicht kompaktere Darstellungsweise oder Darstellungsform bringen. Und zwar, indem wir uns unsere homogenen Koordinaten, die wir eingeführt haben, im Kapitel Kinematik und kinematische Ketten, das heißt, wir können hier jeden Punkt hier darstellen, durch eine homogene Koordinate, also die Erweiterung um 1, wie wir hier sehen. Und wenn wir das Ganze hier zusammenfassen, dann haben wir natürlich hier unser x, y, z, ja, das hatten wir ja hier, also 1 durch z, wie man sieht hier, multipliziert mit fx mal x und fy mal y. Also eigentlich haben wir die gleichen Beziehungen. Das heißt, wenn wir hier U bestimmen, dann ist es nichts anderes als Fx durch Z multipliziert mit X plus C X durch Z. Ja? Multipliziert mit Z verschwindet das hier. Und dann haben wir natürlich die erste Zeile und die zweite Zeile ist Fy durch Z, ja, was wir hier haben. Plus cy multipliziert mit z, deshalb dividieren wir hier durch z und natürlich 1 muss gleich 1 sein, deshalb 1 ist 1, für die 1 kommt in diese 3-mal die Matrix jetzt an die 0, 0 und 1 durch z multipliziert mit z. So, was bedeutet das? Das bedeutet, unter Verwendung von homogenen Koordinaten haben wir Folgendes bekommen, was wir vorher hatten. Und damit wir das noch vereinfachen, können wir jetzt hier beide Seiten mit Z multiplizieren. Dann haben wir UV multipliziert mit Z und Z. Und dann hier verschwindet Z überall vom Nenner. Und dann bekommen wir das. Ja? Und das ist natürlich eine tolle Matrix. Man sieht hier in dieser tollen Matrix haben wir die Brennweiten in X und Y und haben wir natürlich die Koordinaten von dem Hauptpunkt von unserem Modell. Und diese Matrix ist die sogenannte Kalibriermatrix einer Kamera. Das heißt, man sieht hier die Abbildung hier von Punkten im Raum X, Y, Z auf Punkten in der Bildebene. Ja? Und natürlich wollen wir nicht nur das haben, sondern wollen auch die umgekehrte Abbildung haben. Und die umgekehrte Abbildung, wie wir wissen, kriegen wir, indem wir diese Matrix invertieren.
Ja, das heißt, die Matrix K ist hier und die Inverse von dieser Matrix gibt für uns die umgekehrte oder die, die inverse Transformation. So, was haben wir jetzt? Also wir haben jetzt natürlich hier diese wichtigen Parameter Fx, Y und Cy, und die hängen natürlich von der Kamera ab. Und die, die nennt man tatsächlich intrinsische Kameraparameter oder interne Kameraparameter. Man sieht hier, diese Kalibriermatrix hängt von diesen Parametern ab. Also damit, damit alles seine Korrektheit hat, damit wir diese vielleicht idealisierten Annahmen, die durch das einfache Modell gemacht wurden, ein bisschen an die Realität näher bringen. Dass nicht immer das Koordinatensystem bei 0, 0 liegt und dass die Pixel nicht immer perfekt quadratisch sind oder die Brennweite nicht in alle Richtungen, in X, Y Richtung oder UV Richtung im Bild leisten. So, diese Parameter nennt man die intrinsische Kameraparameter. Und zusätzlich natürlich, damit wir die Information oder die Lage von einem Punkt im Weltkoordinatensystem berechnen können, brauchen wir die Lage von der Kamera in diesem Weltkoordinatensystem. Also jetzt haben wir nur darüber geredet, wie die Lage eines Punkts im Kamerasystem liegt. Ja? Und jetzt wollen wir natürlich diese Informationen im Weltkoordinatensystem, und deshalb brauchen wir die Beziehungen zwischen Kamerakoordinatensystem und Weltkoordinatensystem, und diese wird durch die sogenannten extrinsischen Parameter bestimmt. Und diese extrinsischen Parameter, die sind nichts anderes als Lage von einem Koordinatensystem bezüglich eines anderen Koordinatensystems, und wie wir wissen, das können wir beschreiben mit Hilfe von einer Rotationsmatrix R aus SO3 und mit Hilfe von einer Translation T. Allgemein natürlich kann man mit Hilfe von einer homogenen 4x4 Matrix beschreiben. Und diese R und T geben uns die Transformation vom Weltkoordinatensystem zum Kamerakoordinatensystem, und zwar so, dass für einen Weltpunkt, ja, XW, die Kamerakoordinaten XC bestimmt werden. Das heißt, wir wollen XC bestimmen, dann ist es eine Rotation von dem Punkt mit der Rotationsmatrix R plus eine Translation. Und was hatten wir vorher? Wir hatten natürlich vorher unsere K-Matrix, und unsere K-Matrix hat für uns diese Abbildungen zwischen Kamera und Bildebene. Ja? Das heißt, wir müssen natürlich hier, damit wir die Position oder die Lage von einem Punkt im Weltkoordinatensystem bekommen, müssen wir K mit dieser Transformation, also multiplizieren. Und diese Transformation habe ich jetzt hier und wird oft in der Literatur, in der Bildverarbeitung so geschrieben, als eine Rotationsmatrix und eine Translation, also keine homogene Matrix, sondern eine 3x3 und 3x1, also insgesamt 3x4 Matrix. Und K ist eine 3x3 Matrix, das heißt, insgesamt hat man eine Projektionsmatrix der Dimension 3x4. Und diese Projektionsmatrix ist sehr wichtig, und das heißt, es gibt eine ganze Menge von Parametern, die man bestimmt, damit man dann tatsächlich die Lage von jedem Punkt in einem Weltkoordinatensystem bestimmen kann. Und man kann sich vorstellen, viele Leute vielleicht haben das schon mal gemacht oder wollen das gerne machen oder haben viel darüber gehört, dass man hier Methoden braucht, um Kamera zu kalibrieren. Und Kamera kalibrieren bedeutet nichts anderes als die Bestimmung von allen Elementen von dieser Projektionsmatrix B. Ja? Und diese Projektionsmatrix B hier habe ich jetzt aufgeschrieben. Das ist die Multiplikation K mal R und K mal T. Ja, also habe ich hier aufgeschrieben, und man kann annehmen, und man kann beziehungsweise ausgeschrieben als P1 bis P12, wie man sieht. Ja?
Und diese Parameter müssen wir bestimmen und dazu brauchen wir irgendwelche Informationen. Also wir brauchen irgendwelche Daten, aus denen wir diese 12 Parameter bestimmen. 12 unbekannten Parameter bestimmen, die für uns die Lage von jedem Punkt dann im Weltkoordinatensystem, von jedem Punkt, was wir mit der Kamera wahrnehmen, in einem Weltkoordinatensystem angeben. So, und dazu gibt es viele Methoden in der Literatur, einfache Methoden und lineare und nichtlineare Methoden, um diese Kamerakalibrierung. Gibt es zum Beispiel sehr bekannt die ZEI-Kamerakalibrierung, die verfügbar ist, wo man die Software downloaden kann und damit auch spielen oder diese Kalibrierung auch machen kann. Also es ist kein Hexenwerk jetzt. Aber ich will ganz kurz hier auf die Vorgehensweise eingehen. Dazu, um praktisch diese Parameter zu bestimmen, braucht man Bildkorrespondenzen. Und zwar, oder Korrespondenzen zwischen nicht koplanaren Punkten in der Welt und ihre Projektionen in der Bildebene. Ja? Also man braucht mehrere Bilder, ja, von irgendwelchen Referenzobjekten, wo man tatsächlich diese Korrespondenzen auf einfache Art und Weise kennt. Ja? Zwischen mindestens 6 Korrespondenzen, die wir gleich sehen werden, weil wir haben hier 12 Parameter. Das macht man, oder die Vorgehensweise ist wie folgt, und wir werden ja gleich sehen, warum man hier diese 12 braucht. Wenn ich jetzt hier diese Gleichung mal hier ein bisschen anders aufschreibe, natürlich haben wir hier U und V, ja, das sind unsere Bildkoordinaten hier, und hier haben wir irgendwelche P's. Das heißt, wenn ich jetzt hier zunächst mal die Gleichungen auflöse, dann kann ich hier U, und wir können natürlich UW1 annehmen. Das ist ja keine Einschränkung der Allgemeinheit, beziehungsweise wir können alles durch W dividieren und dann nennen wir das B1', B2' und so weiter und so fort. Also nicht wundern. Ja? Aber wenn wir U und V hier haben oder beziehungsweise für W eine 1 annehmen, dann können wir U und V so schreiben. Das sind nur ein bisschen Berechnungen. Also das ist klar, P wird mit X, Y, Z und 1 multipliziert. Das heißt B1 mit X, mit Y, mit Z. B4 taucht ohne X, Y, Z auf und B8 und B12. Und das kann man hier sehen. B4, B12 und B8, die werden mit nichts multipliziert. Ich habe nur umgeformt, ja. Und da wir auch wissen, dass wir homogene Koordinaten, verwenden, wissen wir eigentlich, dass die Multiplikation von der Matrix mit einem Faktor ungleich null nichts an der Tatsache ändert. Ja, also durch zum Beispiel, jetzt habe ich auch vorher gesagt, die Division durch W oder die Multiplikation mit einem anderen Faktor. Deshalb können wir uns das Leben noch einfacher machen, indem wir diese Gleichungen hier normalisieren und sagen, P 12 ist gleich 1. Ja? Das heißt, wir multiplizieren die Matrix B mit 1 durch B12, kann man sich vorstellen. Aber damit wir jetzt nicht noch andere Symbole hier hinzufügen, nehmen wir jetzt an, dass B1 12 gleich 1 ist. Das können wir machen, das können wir erreichen, das ist nicht so schlimm. Wenn hier eine 1 steht, dann können wir jetzt diese Gleichungen anders schreiben. Ja, dann können wir hier, ich gehe mal zurück, B1x plus B2 und so weiter und so fort plus B4, und dann multiplizieren wir das Ganze hier, also U mit 9, 10, 11 und hier eine 1. Dann taucht hier diese U auf, wo die B12 stand, und hier taucht die V, unser V, wo B12 auch stand, und zwar alleine, und zwar unabhängig von diesen Multiplikationen. Wenn wir ein bisschen mal hier umformen, also U und V auf die andere Seite bringen, dann kriegen wir eigentlich diesen Ausdruck hier. Es hängt noch von U und V, also ist nicht so schlimm, aber wenn wir, wenn wir das Ganze jetzt hier
nur diese sogenannten 6 Korrespondenzen, die wir brauchen, machen. Also die Korrespondenz zwischen, jede Korrespondenz zwischen Welt- und Bildpunkt gibt uns dann 2 Gleichungen dieser Form. Jede Korrespondenz XY und UV bekommen wir solche 2 Gleichungen. Und wir brauchen 6 Korrespondenzen oder N Korrespondenzen. Und das heißt, auf diese Art und Weise sehen wir, das sind unsere P's, die wir bestimmen wollen. Und das sind die unterschiedlichen Korrespondenzen, die wir hier kriegen. Die erste Korrespondenz, hier die zweite Korrespondenz, die NT-Korrespondenz. Und da wir ja hier 12 Werte berechnen, brauchen wir mindestens 12 Zeilen in dieser Matrix, damit wir überhaupt P1 bis P11, vorher war es P12, berechnen. Auch für 11 brauchen wir 6 Paare, also dann haben wir insgesamt 12, also wir haben ein überbestimmtes Gleichungssystem. Aber insgesamt kriegen wir eigentlich ein A mal X ist gleich B. Ja? Und ich hoffe, die Herleitung ist wirklich straightforward, sieht nur so kompliziert aus, aber das ist das hier. Und für jede Korrespondenz, wir haben gesagt, wir brauchen 6 und wir haben jetzt verstanden, dass wir 6 brauchen, weil wir haben 11 Parameter, die wir bestimmen und aus jeder Korrespondenz kriegen wir 2 Gleichungen, also insgesamt 6 Korrespondenzen und dann kriegen wir so ein Gleichungssystem. Und diese Korrespondenzen, die bekommt man tatsächlich diese natürliche Korrespondenz zwischen Bild- und Weltpunkten, bekommt man mit Hilfe von irgendwelchen Referenzobjekten, diese berühmten Kalibriermuster, die man hat, wo man natürlich hier die Punkte kennt und alles sehr gut vermessen ist und dann natürlich 6 Coplanari, also nicht planare Korrespondenzen, wo man praktisch das Ganze irgendwie in bestimmten Winkeln drehen muss, damit man hier eine Lösung und eine Lösung von diesem Gleichungssystem und somit die für die Kalibrierung der Kamera notwendigen Parametern bestimmen kann. So, und was suchen wir? Wir suchen also X eigentlich. Das sind die Parameter, die wir suchen, P1 bis P11. Und was wir hier haben, ist nichts anderes als AX ist gleich B. Ja? Und AX ist gleich B, das ist natürlich ein überbestimmtes lineares Gleichungssystem. Und wir wissen, wie wir mit so etwas umgehen können. Wir haben das zum Beispiel, als wir die inverse Kinematik für redundante Systeme kennengelernt haben, im Kapitel inverse Kinematik, haben wir gesehen, dass wir mit der Methode der kleinsten Quadrate hier eine optimale Lösung für dieses überbestimmte lineare Gleichungssystem berechnen können, wo wir von beiden Seiten mit der transponierten Matrix hier multipliziert haben und dann praktisch hier diesen Moore-Pseudo-Benrosi-Inverse bekommen haben und dann praktisch die optimale Lösung, also sprich x, und x ist für uns nichts anderes als dieses 11-dimensionale Vektor, der für uns die Parameter p1 bis p11, also praktisch sowohl die Parameter der Kalibriermatrix beziehungsweise die intrinsischen und extrinsischen Parameter der Kamera, die wir unbedingt brauchen, damit wir Welt- und Bildpunkte in Relation zueinander setzen können. Genau, damit will ich hier das Thema abschließen, also Kameramodell und Kalibrierung. Und wie ich bereits erwähnt habe, gibt es hier viele Methoden, mit denen man das machen kann. Und kommt zu einem anderen Punkt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist ein guter Punkt, um mit der Vorlesung aufzuhören. Ich weiß nicht, wie die Stimmung ist, ob ich noch weiter machen darf oder ob ich an der Stelle aufhören soll. Ich kann es verstehen, dass es jetzt 19.30 Uhr ist. Heute lieber nicht überziehen. Also ich höre jetzt auf diese Wortmeldung, die ich bekommen habe.
und höre tatsächlich auf. Und das nächste Mal machen wir weiter dann mit Filteroperationen, also praktisch Methoden, mit denen wir elementare Verarbeitungsschritte von Bildern beziehungsweise Operatoren, elementare Operatoren, die wir auf Bilder anwenden werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Abend und natürlich stehe ich vor Fragen jetzt hier für die nächsten mindestens 30 Minuten zur Verfügung. Vielen Dank.